hier ist wieder Ines Kochstudio und heute zeige ich euch einen ganz schnellen Weißkrauteintopf. Ich koche den Weißkrauteintopf immer schon mehrere Tage und den könnt ihr von früh bis abends weglöffeln. Probiert ihn einfach mal aus. Ich könnte so heulen. Ich habe meine Fingernägel noch schnell gemacht für euch und die waren aber noch nicht trocken und jetzt ist der ganze Lack kaputt. Aber ist egal, wir wollen ja kochen und deswegen gucken wir jetzt hier nicht hin. Wir gucken auf die Zutaten und die Zutaten zeige ich euch jetzt. Wir brauchen heute Zwiebeln, ein Weißkrautkopf, Knochen vom Kotelett oder Kassler, Sellerie, Petersilie, Möhren, Dosenfleisch, Kümmel, Brühe, Petersilie und Kartoffeln und Salz und Pfeffer. Den Topf für die Brühe haben wir schon mal. Jetzt waschen wir das Fleisch ab. Hier drin werden wir dann auch den Eintopf machen. Lassen wir jetzt eine Dreiviertelstunde kochen und dann kommt das Weißkraut dran und die restlichen Zutaten. Jetzt schneiden wir das Weißkraut und die Zwiebeln und die Kartoffeln. Das esse ich immer gerne, der Strunk. Jetzt schäle ich die Kartoffeln und lege die ins kalte Wasser, würfel die auch schon, damit die nicht braun werden, deswegen lege ich die ins kalte Wasser. Und dann zum Schluss kommt alles in den Topf und deswegen heißt es ja auch Eintopf. Ich lasse das Suppengemüse dann immer mit drin in dem Eintopf. Ist ja egal, ob es ausgekocht ist. Ist trotzdem lecker. So, die Knochen kommen gleich raus und ich werde die dann abknabbern. Da ich weiß, dass ganz, ganz viele keine Tiefkühltruhe haben oder nur so ein ganz kleines Fach, könnt ihr auch das nehmen. Ich nehme heute Gutanfleisch, ihr könnt auch Schweinefleisch nehmen oder Rindfleisch. Und das schneiden wir jetzt klein. Und die Brühe, die ich hier zubereitet habe aus den Knochen, die braucht ihr auch nicht machen. Das würde reichen und wir nehmen dann einfach die normale Brühe für die ganz schnell. Da freue ich mich auch, die Knochen durchklappen. Und jetzt tun wir alles in einen Topf, weil das ja ein Eintopf ist. Jetzt machen wir den Herd wieder an. Große Flamme. Und jetzt gebe ich die Zwiebeln und das Kraut in den Topf. Die Kartoffeln geben wir jetzt auch dazu. Jetzt schneide ich das Fleisch.
Jetzt denkt er bestimmt, was macht denn die Ines? Der Topf ist doch voll. Ich lasse es jetzt erstmal einkochen. Ich würze jetzt noch ein bisschen Deckel drauf und nach 10 oder 20 Minuten, dann rühre ich erst rum. Jetzt kommt noch ein bisschen Brühe dran. Jetzt noch ein bisschen Kümmel. Viele mögen keinen Kümmel, ich auch nicht. Aber ein paar müsst ihr dran machen wegen der Verträglichkeit. Jetzt noch ein bisschen Wasser. Jetzt ist der Topf nämlich voll jetzt mit Brühe und Wasser. Jetzt tun wir Deckel drauf und warten einfach erstmal ab. Ich habe gerade umgerührt und jetzt schmecke ich mal ab. Total lecker schon, aber mir ist das noch zu lasch. Kommt noch ein bisschen Brühe dran. So, der Eintopf ist fertig. Ich habe den jetzt 30 bis 40 Minuten kochen lassen. Und jetzt mache ich eine geriebene Kartoffel dran, dann wird er noch ein bisschen sämig und dann ist er fertig. Und so kann man auch die Soßen andicken, egal welche Soße ihr habt. So könnt ihr die andicken, da braucht ihr keinen Mondamin. So hat Omi früher gemacht. Jetzt aufkochen lassen und umrühren. Und dann sind wir fertig. Ich freue mich. Der ist lecker. Ich habe schon probiert. Ich habe jetzt nur 2 Kartoffeln dran gemacht. Ihr könnt auch 4 oder 5 Kartoffeln dran machen. Umso dicker wird die Suppe. Nicht Suppe, Eintopf. Und ich habe jetzt nur 2 dran gemacht, weil mir reicht es. Ich mache den Eintopf jetzt aus und mache ein bisschen Petersilie dran. Und morgen schmeckt der umso besser. I don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. So, das war mein Weißkraut-Eintopf für euch. Und ich hoffe, ihr probiert ihn mal aus. Ich mag den total gerne. Und bis demnächst, eure Ines. Tschüss. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Probiert's aus.